Du suchst ein Elektro-Riesendeck, dann ist es genau das richtige Video für dich. Denn im heutigen Video zeige ich euch das beste E-Giant-Deck, welches ihr momentan spielen könnt, um mehr Pokale zu pushen. Oder auch in Turnieren oder in Challenges benutzen könnt. Ich würde sagen, ich zeige euch direkt das Deck. Bei dem Deck handelt es sich dabei um dieses hier. Wir haben die Evo-Bogenschützenden, wir haben den E-Giant natürlich, Kleiner Prinz, Bowler, Blitz, Tornado, Barbarenfass und die Kanone. Das Deck hat eine sehr, sehr hohe Winrate momentan, das ist auch extrem stark. Ist auch sehr, sehr einfach zu spielen. Und ja, falls ihr neu auf meinem Kanal seid, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Ihr verpasst in Zukunft keine weiteren Videos. Und ja, momentan lade ich sehr oft hoch. Es lohnt sich definitiv. So, wir sagen, wir machen 2, 3 Spiele. Ich würde Ihnen empfehlen, mindestens ein Spiel anzuschauen. Let's go. So ist ein Spiel gegen Bayashi und es sieht ganz danach aus. Okay, er spielt ein anderes Deck. So ein Tipp nebenbei. Schaut immer die Banner an von den Gegnern. Dann wisst ihr ungefähr, welche Karten der Gegner hat. Aber bei Herausforderungen kann es natürlich auch sein, dass die andere Decks spielen. Und er geht hier schon mal rein mit einem Funky. Da setzen wir auf jeden Fall einen E-Giant an der Brücke einfach. Falls er einen Fisch hat, haben wir hier unseren Tornado. Okay. Okay. Lassen wir einfach mal so stehen. Setzen einfach die Kanone und dann setzen wir den Barbarenfass. Und dann setzen wir hier unseren kleinen Prinz. Sehr, sehr gute Defensive. Sehr, sehr schlechter Zap vom Gegner, to be honest. So, jetzt können wir gleich die Fähigkeit an der Brücke einsetzen. Würde ich mal sagen. So, mal schauen, was er macht. Hat der Mini-Packer. Okay. Setzen wir einfach die Bogenschützen hin. Ist okay. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall schauen, was der Gegner macht. Wir können jetzt nicht einfach hier unseren Agent an der Brücke klatschen. Das ist nicht the way to go. Setzen wir einfach die Kanone, falls er noch irgendwas spielt. Okay, der Bowler war... Ja, der war nicht so gut. Der Bowler war es nicht. Er kriegt da ein bisschen Schaden. Und kann aber ein Lightning spielen. I guess. Okay, wenn er irgendwas davor spielt, haben wir hier unseren Barbarenfass. So, er geht auf der rechten Seite rein. Kann er machen. Jetzt einfach mal die Bogenschützen hin. Setzen wir die Fähigkeit vom kleinen Prinzen. So, er spielt hier ein, seine Pfeile. Ich weiß nicht, die Pfeile waren halt nicht wirklich stark. Jetzt einfach die Kanone. Einfach ein bisschen turteln. Können Barbarenfass. Okay, er trifft es tatsächlich. Jetzt gehen wir auf der rechten Seite rein. Das einzig Gute ist, dass wir hier schon mal unsere Kanone ist noch da. Das ist schon mal gut. Setzen wir den Lightning. Das ist ein Tornado. Tornado war gut, I guess. So, reicht das? Es reicht. Der Gegner ist halt aber, er hat auch schlecht gespielt. Ja, es hat auf jeden Fall gereicht. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch ein Spiel. Bleibt auf jeden Fall dran. Let's go. So, im nächsten Spiel gegen Javier. So, wir spielen abwartend. Wir schauen, was der Gegner macht. Wir wollen jetzt nicht um den kleinen Prinzen raushauen. Okay, wir spielen jetzt einfach den kleinen Prinzen, weil ich nicht in diesem Video einfach will, dass das Video 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten geht. So, er spielt hier sein Königsschweinchen. Ich weiß eigentlich, glaube ich, schon, was sein Decker spielt. Er spielt Fischer. Ich weiß nicht, ob das so schlau war, von ihm den Fischer einfach hinten zu spielen. Jetzt setzt einfach den E-Giant. Und spielt eine Flugmaschine. Setzt einfach mal Tornado. Sollte eigentlich ganz gut sein. Kriegen hier sehr, sehr guten Damage. Ich glaube, ich weiß eigentlich schon, was er spielt. Er spielt wahrscheinlich dieses Giant Skeleton Deck. Also das Riesenskelett. Da hat er wahrscheinlich Pfeile als Zauber. Ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich setze einfach mal hier die Bogenschützen hin. Okay, jetzt ist ein anderes Deck. Interessant. Ist Feuerball-Bait. Ist Feuerball-Bait. Okay. Setze mal den Bowler auf der anderen Seite. Okay, setze ich hier. Er kriegt ein bisschen Schaden, ist aber egal. Wir haben noch Damage Lead und können einfach die Bogenschütze nicht spielen. So, und
Fischer auch alleine bereicht nicht, weil es ist halt ist kein Hardcounter gegen uns. Fischer allein ist kein Hardcounter. Jetzt nochmal die Kanone. No-Skill-Karte der No-Skill-Karten. So. Können wir einfach mal Baban fast hier spielen, weil wir natürlich nicht wollen, dass die Kollegen da durchgehen. Bowler sollte mal ein bisschen Arbeit machen. Okay. Er hat ein bisschen Schaden bekommen. Ist aber okay. Wir haben hier natürlich die Ebenbogenschützenden. Können jetzt einfach einen Ejan an der Brücke klatschen. Weil, wie gesagt, dass der Fischer nicht mein Hardcounter ist. Können die jetzt einfach mal hier Tornado ziehen. Fischer ist kein Hardcounter, mein Freundchen. Das auch mittlerweile eigentlich gelernt haben. Aber nein. So, jetzt mal Lightning eigentlich unnötig, aber wir holen einfach seinen Turm. Er schreibt schon ein gutes Spiel. Sieht Stacks auf jeden Fall extrem OP. Die Evo-Burg schützen und holt fast noch den linken Turm. Ich würde sagen, wir kommen zum letzten Spiel. So, zum Spiel gegen Rival oder Rival, je nachdem, wie man das sagen möchte. Setzen einfach die Bogenschützen in hinten. Spielt schon die Rekruten und es ist einfach schon wieder Rekruten. Seit gefühlt 100 Spielen spiele ich gegen 70 Decks mit Rekruten, aber es ist okay. Setzt einfach mal Baban fast auf der rechten Seite. Setzt hier die Pfeile, okay. Kann er natürlich machen. Setzt einfach mal die Bowler. Er setzt hier seinen No-Skill-Kobold. Setzt einfach mal hier den kleinen Prinzen. Ich glaube, es ist die Variante mit Pumpe. Da setzt einfach mal den Agent vorne, weil wir einfach sehr, sehr viele Truppen hier haben. Fischer. Sein Kollege Mini-Packer geht down. Falls er noch Fischer hat, setzen wir einfach in Tornado. Tja. Lightning Range, mein Freundchen. Schon mal was davon gehört? Sein Turm ist auf Lightning Range. Mit Tornado. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch verteidigen. Und es sieht gut aus. Das ist einfach ein Baban fast. Da müssen wir unser Tornado nicht spielen, falls er es nicht verteidigt. So, spielt hier seine No-Skill-Truppen. Okay. Wir können das mit Tornado ziehen, ist kein Problem. Weiß nicht, was der Gegner macht. War zwar nicht gut verteidigt, aber es hat immer noch gereicht. Ich hätte die Drachen nicht an den Turm ziehen sollen. Aber wir haben auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall eigentlich nicht Schlimmes gemacht, Schlechtes gemacht. Setz einfach mal hier die Evo-Bogenschützen hin. Pfeile reichen nicht, mein Freundchen. So, sieht gut aus, setz einfach mal Baba anfass. Setz mal einfach unseren Bowler. Falls er irgendwie seinen No-Skill-Kobold reinsetzen möchte. No-Skill-Kobold geht auf die rechte Seite. Okay, setz einfach mal hier unsere Kanone. Setz einfach die Fähigkeit ein von unserem Kollegen Kleinen Prinzen. So, Bogenschützen kommen rein. Seine Pfeile treffen ihn nicht. Ist okay. So, er versucht wirklich alles. Das muss man auf jeden Fall mal zugute heißen. Aber das heißt nicht, dass er gewinnen wird. Setzt einfach hier unseren Bowler. Sehr, sehr komischer Push auf der linken Seite. Setzt einfach die Kanone hier auf der rechten Seite. Setzt einfach den nächsten kleinen Prinzen. Falls er meint, irgendwie seinen No-Skill-Kollegen zu rufen. No-Skill-Mini-Packer. Setzt einfach hier unser Barbarenfass. Sollte reichen. Dann setzt einfach Tornado. Lightning und dann bye bye. No Skill. So ein No Skill. Diese Leute sind alles so Lappen, Mann. So, easy win, easy W. Ihr habt gesehen, Sex ist extrem stark. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.